Inshore News: Munich Re und DWS übernehmen die Kontrolle über das Energieunternehmen Weltec, das auf Biogas- und Biomethananlagen spezialisiert ist. Die Europäische Kommission hat ohne Bedenken zugestimmt. Gotha stellt 20 Millionen Euro Wagniskapital für Startups bereit, das in den HV Capital Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 700 Millionen Euro fließt. Oliver Brüß, Vertriebs- und Marketingvorstand, wird Ende 2024 die Gotha verlassen. Sein Abschied steht nicht im Zusammenhang mit der geplanten Barmenia-Fusion. Die Gotha sichert einen Nachfolger zu. Rocco Strauß tritt als Managing Director von VFox Deutschland zurück, nachdem er den Posten 2020 übernommen hatte. Tobias Wann verlässt nach 2,5 Jahren als CEO Xempus. Martin Bockelmann kehrt als CEO zurück und teilt sich die Stelle mit Malte Dummel. Jan Ross verlässt nach 4 Jahren seine Position als Bereichsvorstand Maklervertrieb bei Zurich Deutschland. Kai Müller übernimmt seine Aufgaben. Ziel: effizientere Organisationsstrukturen. Frank Hui, langjähriger Gotha-Manager, wird im April 2024 neuer Geschäftsführer von Dual Deutschland und folgt damit auf Annette Marscholek, die die Rolle des CEO für Dual Europe übernimmt.